Och, Katzal Schloff. Oh, nicht spicken hier. Die erste Gladbacher Gaudi, die findet hier hinten hinter mir statt, wo noch parkende Autos stehen. Aber bald sind die alle weggeräumt und dann steigt dort die Gaudi. Dann kommt da ein großes Festzelt hin und dann geht die bayerische Gaudi ab. Und für alle Singles, Mädchen und Jungs, da gibt es einen Singletisch. Das heißt, vielleicht ist ja an dem Singletisch jemand Nettes dabei. Aber mitten in der Nacht, sexy, alles tanzt, alles locht. Ich bin's, der Jenkel, du bist die? Anne. Anne. Servus. Hi, servus. Und du bist die? Auch Anne. Auch Anne, doppelte Anne. Ja, dann könnt ihr jetzt beweisen, ob ihr auch Oktoberfest-tauglich seid. Denn wie nennt der Bayer die Ziege? Schaf? Ziegern oder Goss? Oder Goss? Ziegen? Ich würde sagen, es ist Zweige. Ziegen. Sicher? Goss? Nicht sicher. Magen, ich weiß es nicht. Goss. Leider kein Punkt, aber wir haben noch mehr Fragen. So. Also einen Joker hast du da drüben. Ja, ich hätte jetzt auch der Goss gesagt dann. Ist der Goss. Richtig. Ding. Ein Punkt schon mal. Was ist ein Glubberl? Ist ein Glubberl. Oh Gott. Was zu essen? Glubberl? Ich gebe dir mal ein paar Lösungsmöglichkeiten. Ja, A. Ist es A. Wäscheklammer? Eine Wäscheklammer? Ein Clubmitglied oder ein Knutschfleck? Ja, ich tippe schon auf Knutschfleck. Warum? Global? Hört sich das so an? Ja, könnte global vom Knutschen so ableiten. Clubmitglied? Wäscheklammer. Ah. Richtig. Wäscheklammer ist richtig. Kommst du aus Bayern? Nein. Was ist denn Diridari? Ein Trachtenschmuck, Kleingeld oder ein Feuerwehrauto, das Diridari, Diridari? Das Zweite würde ich sagen. Kleingeld, richtig, sehr gut. Trachtenschmuck. Ist auch falsch. Das Glück ist heute nicht auf Ihrer Seite. Aber letzte Frage. So. Sagen Sie das nochmal. Ich habe Glück in der Liebe. Das ist doch eh viel besser, oder? Aber einfach. Richtig, wirklich. Sehr gut. Und du kommst nicht aus Bayern? Nein. Jede Woche. Genau. Ihr trainiert, aber fürs Trinken oder fürs. Nur mit dem Bier. Natürlich. Was ist ein typisches bayerisches Frühstück? A. Nutella-Toast. B. Butterbrot mit Marmelade. C. Müsli. D. Weißwurst mit Brezen. Das Letzte. Weißwürste mit Brezen. Weißwurst? Genau. Mit Brezen. Mit Brezen. Aus welchem Material wird die Lederhose gefertigt? Schweinsleder, Rindsleder, Hirschleder, Polyester? Hirschleder? Richtig, Hirschleder. Sehr gut, das passt. Das passt. Welche Farbe hat die bayerische Flagge? Die bayerische Flagge. Blau-weiß, blau-rot, blau-gelb, blau-blau. Blau-weiß. Blau-weiß, richtig, sehr gut. Die bayerische Flagge. Das fragen Sie besser ihn. So, dann fragen wir den Herrn. Einmal rüberschwenken hier. Hier blau-weiß? Nee. Blau-Karo. Blau-weiß, natürlich. Ja, blau-weiß, natürlich. Ja, genau, das ist doch einfach. Super. Und jetzt letzte Frage. Was ist ein Schundnickel? Ist das ein geiziger Mensch, ein Geldstück oder Dreck unter den Fingernägeln? Schundnickel. Schundnickel. Schund. Schund. Schundnickel. Schundnickel. Was war das nochmal gerade? Geiziger Mensch, Dreck unter den Fingernägeln oder ein Geldstück? Geldstück oder Schundnickel. Sie sind ja ein Schundnickel. Ja, Schund. Schlunz, weiß ich. Was meinen Sie? Schundnickel, das hört sich ja nicht so nett an, oder? Nee, eben. Also, was ist es? Geiziger Mensch oder sowas. Ah, genau, ein Schundnickel ist ein richtig geiziger Mensch. Richtig, super. Da haben Sie doch viel beantwortet, dann haben Sie Karten gewonnen. Für die erste Gladbacher Gaudi. Das hat man nicht so oft, das stimmt. Ne? Dass man ja, aber war doch witzig. Haben Sie doch gut gemacht.